Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nassalter und bei Entschrouded zusammen mit Sven. Dem Sven, hallo. Ich halte dir meinen Hammer in den Nacken. Ja. Und ein Schlagwerkzeug hast du auch noch in der Hand. Und den Ben. YouTube, das ist das Niveau, mit dem ich hier arbeiten muss, ja? Ihr könnt aktiv dabei helfen, in die Kommentare schreiben, mehr Niveau, dann gibt's mehr von mir. Ganz einfach. Sei froh, dass ihr gerade vor der Aufnahme nicht mit dabei wart. Da gab es auch von Ben ganz spannende Themen und Einblicke Lügenkresse, in die private Welt. Lügenkresse. Ah, schön. Lügenkresse. Ja, wir sollen Dinge tun. Beispielsweise eine Tischsäge herstellen. Macht das mal einer. Ja, idealerweise derjenige, der noch die Sägeblätter einstecken hat. Ja, bei wem mache ich das? Wahrscheinlich hier, beim Schreiner. Tischsäge, Nägel brauche ich. Ja, Nägel ist kein Problem. Guck mal mit der Kiste oben, da ist alles drin. Nägel. Und wenn die Nägel nicht reichen, haben wir genug Metallschrott, um aus den Nägeln noch ein bisschen, um noch mehr Nägel zu machen. So. Bäh, Tischsäge, da? Schäge kommt hier hin. Ah, da. Weil jetzt bin auch gerade wieder ein bisschen leiser, habe ich den Eindruck. Ich rede leise, ich rede in die neue Sprache. Tischdecken. Nee, also wenn du etwas lauter redest, gehst du ganz, ganz schnell in die Übersteuerung jetzt mit 100%. Ja, dann musst du mitleben. Das ist laut oder leise, hopp oder top, zipp oder zapp. Ja, schlipp ja, oder schlipp. Ja. Holzbrotter. So, also ich habe irgendwie echt das Gefühl, der Ben hat heute wirklich ein bisschen was von dem guten Nasenkaffee gehabt. Also er ist heute voll überdreht. Überdreht. Ja, der hatte gerade eben. Oh mein Gott! Der Ben hatte heute Badewanne mit Badebombe. Ja, mit Badbombe. Das stimmt. Lea hat hervorragend Bio-Badebombe. Schön. Ja, so, und damit sind wir genau bei dem Niveau angekommen, von dem ich gerade eben noch gesprochen habe. Sehr schön. So, was macht der Sven da? Machst du da ein bisschen Löcher in die Mauer oder was? Genau, der Sven macht jetzt hier eine. Na, oh, wir haben eine Mauer gebaut. Sehr gut. Badewanne mit Unterwasserminen. Nein, die Minen kamen raus, wurden in der Hand gehalten, wurden mir verabreicht und gesagt: Guck mal, das war die Minengefahr, die mir gegenüber saß. Ganz. Ja. Ben hat einen 80er-Jahre-Film nachgespielt, Die braune Flut. Ja. Das Boot. Oh mein Gott. Warum finde ich das so witzig? Auch nur du vor allen Dingen. Warum findest nur du das so witzig? Das ist die Gefahr, die ich mir. Das sieht schon, ich muss gestehen, wenn wir die Türme, wenn wir. Den Turm hier, das ist ja eigentlich, den müssten wir abreißen, ne? Und der muss dann hier in die Ecke, richtig schön in die Ecke. Und dann hätten wir so ein richtiges Auditorium, wie, nicht Auditorium, sondern ein richtiges Romanum, Forum Romanum, weißt du, so vier Blöcke, Innenhof, da sind unsere Gladiatoren. Das wäre genau, geil. genau. An sowas hatte ich gedacht. Aber das bauen wir erst um, wenn wir die coolen Baublöcke haben. Zum Beispiel die mit dem Fachwerk und ja, so. Ja, Fachwerkblöcke haben wir ja schon. Aber auch wenn wir uns entscheiden, wo die zweite Basis. Eigentlich müssen wir eine zweite Basis machen. Also das wird früher oder später kommen, dass wir eine zweite Basis haben. Denn, ja. Also. Was will denn der jetzt? Der hat einen Quest. Schreinerwerkzeuge. Willst du einen Witz hören? Schreiner ohne Schreinerwerkzeuge, das war's. Das ist der Witz. Ich bin lächerlich. Ein Scharlatan. Ich brauche richtiges Werkzeug, aber der Schmied will mir seins nicht leihen. Unglaublich. Ich weiß aber, wo es Schreinerwerkzeuge gibt. Sagt dir die Forschungsstätte an den Säulen der Schöpfung etwas? Okay. Einzaun. Steinzaun. Plus 9 mehr. Jetzt schauen wir doch mal. Haben wir da irgendwie vielleicht jetzt gerade ein. Nö. Wie kann ich denn mit dem Schreiner? Nee, achso, du hast jetzt die Quest hinzugefügt, okay. Doch, ja, du musst wahrscheinlich auch noch mit dem Schreiner. Nee, finde die Schreinerwerkzeuge. Auf Karte anzeigen. Fugium der Flamme, ein Test der Fähigkeiten, Elixierbrunnen, Schrein der Flamme. Was ist bei Verbo. Hier, so ein bisschen.
Wie kommen wir denn dahin am besten? Ich überlege gerade. Wir haben hier zu Hause. Genau, zu Hause Stufe 1. Bei den Grabschleierkatakomben. Von da aus dann nach. Ganz genau. Dann nach Norden den Schrein der Flammen mitnehmen. Ja, vielleicht noch den Test der Fähigkeiten. Warte, vorher das Elixierbrunnen resetten. Wir könnten zwei Elixierbrunnen platt machen, das wäre eigentlich ganz schlau. Ja, erst den einen Elixierbrunnen platt machen, dann einen Test der Fähigkeiten. Ja, geil. Nach Hause und zurück. Das ist die Quest heute Abend, würde ich sagen. Die laufen wir. Und dann vielleicht zweiter Elixierbrunnen. Ach, du bist schon da. Gut. Ja, ich mache mein Inventar noch leer kurz und dann komme ich. Jo. So, stimmt. Ja, das sollte ich auch schnell machen. Ich habe jetzt noch ein paar Steinchen in der Tasche. Ach, fuck. Wir brauchen mehr magische Kisten. Ja, das müssen wir auch mal machen. So. Brauchen wir dafür nicht. Gut, dafür müssen wir noch so ein paar Miasma-Monster plätten, damit wir von ihrem Crumble kriegen. Oh. Es gibt übrigens jetzt bei Bäumen mehr Harz, Leute. Ja. Ja. Ich habe schon 35 Harz oder so. Juhu, dann können wir. Abgelegt. Dann können wir. Leute? Ja. Ja. Markus? Ja. Was tust du? Auf euch warten? Ja, das habe ich gesehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich deswegen jetzt 10 Minuten untätig irgendwie neben dem Portstein rumstehe und mir die Nase bohre. Das ist unverschämt. Das ist unverschämt. Ja. Muss ja. So. Da, nimm das, ich ziele auf deinen Schritt. Und du bleibst stehen, deswegen treffe ich deinen Schritt. Was? Was, Stormtrooper? Was? Was? So, was macht Ben jetzt gerade? Ich habe mein Inventar abgelegt. Es war schwierig. Ah. Ich wollte nicht einfach eine Kiste voll spammen. Dann habe ich verschiedene Kisten aufgemacht. Dann habe ich die Kisten sortiert und jetzt habe ich. Genau. Moment. Hier kommt da der Jagdbrauder Oktober. Da habe ich die Kisten sortiert. Oh. Sven, ich glaube, die haben den Ben ausgetauscht. Umschalt-G, ja, glaube ich auch. Umschalt-G. So, welche Quest machen wir jetzt, Leute? Wir machen jetzt. Als erstes gehen wir den Elixierbrunnen ein bisschen Norden. Nee, über uns im Norden ist der Schrein der Flamme. Da gehen wir hin. Nein, welche Quest muss ich anhaken? Nein. Wenn du jetzt eine Quest anhakst, hast du einen falschen Marker. Okay. Den Schrein der Flamme direkt nördlich von uns. So, machen wir als erstes da. Genau, Schrein der Flamme im Norden von uns als Wegpunkt. Kommen wir nicht drüber. Schlecht. Da kommen wir doch drüber. So, wo sind sie? Ich sehe sie nicht mehr. Da waren wir doch schon bei dem Ding. Da musst du hoch, Sven, und dann siehst du uns. Ja, da hoch, genau. So. Und, hä? So. Wie du halt immer wieder runterrutscht. Was soll denn das? Einfach über den Schrein der Flamme. Hier, komm her. Komm her, du musst hier hin, Sven. Nicht da hoch. Hier, ja, egal. Hallo, so, jetzt, danke. So. Bärchen. So. Hast du mittlerweile den Doppelsprung, Sven? Nein. Warum nicht nochmal? Weil er seines Spiels auch nicht genügend Punkte hat. Oh, das tat weh. Das war doof. Den haben wir schon geholt. Okay, genau. Nice. Ja, den habe ich jetzt gerade eben. Und hier nochmal. Das Buch bitte noch lesen, Leute. Habe ich gerade gemacht, danke. Gut. So, weiter geht es dann ein bisschen nach eher Westen zum Elixierbrunnen, der irgendwo da hinten. Ach, da sind ja schon die Säulen. Du gehst gerade in die. Du, das ist nicht Westen, mein Freund. Das ist Osten. Ja, meine ich doch. Ist doch alles dasselbe. Erdbärchen. Ja. So, wenn Pflanze. Ich es richtig sehe, können wir hier relativ entspannt, oder? So weit wie geht. Wir können sogar hier noch rüber, glaube ich. Ja, weißt du, was ich jetzt bei deinem neuen Mikro auch sehr gut höre, Ben? Dass du so ein bisschen heißer bist. Ja, das ist korrekt. So, und ich glaube, wir können jetzt hier einfach... Bevor wir jetzt mir erstmal gehen, würde ich mich in deiner Stelle einmal heilen. Och ja.
Also wenn du Miasma bist, ist es vielleicht undienlich. Nachher hast du kriegst Schaden und dann hapert es daran, weißt du, das ist Reload. Ja, ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, erstmal hier schön oben, solange wir hier können, ja in diesem Plateau lang laufen. Ja, wir müssen wahrscheinlich eh dahin, wo dieser Turm ist. Ja, das sind ja immer die Türme für die Miasma-Brunnen. Aber dann haben wir einfach weniger Zeit, in der wir in der Suppe vor uns hin marinieren. Na, ich glaube, hier müssen wir runter. Ja. Hilft alles nicht. Juhu! Okay, Markus ist schon runter, Sven ist schon runter. So, und dann geht's jetzt wieder hier irgendwie so ein lustigen Kletterweg. Hier drüben ist der Dings. Hier können wir nochmal das Miasma aufladen, genau. Wo ist der Kletterweg? Da. Auf der anderen Seite oder halt einfach. Da so runter. Runterlaufen. Feinde in der Nähe. Sagt nein, mir. Wirklich, hier sind Feinde in der Nähe. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Wer klettert denn da bei Nacht und Wind? Es ist der Markus mit seinem Bogen. Wieso hab ich dann... Oh, kommt jetzt das Kind? Jetzt kommt das Kind. Nein, ein Wauwau. Das ist kein Kind. Achtung, da oben ist noch eine Blume. Ich versuch sie gerade. Blume weg. Gute Nacht, mein Herz. Schlaf gut. Noch ein Miasma-Sack. Warte, Max. Oh. Wir gehen jetzt ins Bett. Aber der Markus. Ist der Markus auch. Sag gute Nacht. Gute Nacht, Markus. Gute Nacht. Und gute Nacht, Sven. Gute Nacht, Sven. Gut, das gute war's. Nacht, Lea. Einmal drücken. Nee, kann man nicht drücken. So. So, warte. Das ja, die können wir... Gut, gedrückt, prima, auf Wiedersehen. Gute Nacht, Nacht, Nacht. So, wo ist denn ach, da hinten ist die Wurzel, okay? Ben ist wieder aus dem Bild. Ja. Entschuldige, ja. Ich war zu langsam, wir müssen das wieder. Nein, alles gut, ich hatte. Nichts Gott, Sven. So, Leute, da müsste es jetzt wieder Achtung. Gehen. Uiuiuiuiui. So, erstmal nachheilen, hat gerade gut Schaden gegeben. Ja, die machen dick Schaden. B und benutzen. So. Sven schießt auf irgendwas. Nee, Markus. Okay. Da hinten geht's weiter. Das ist rotes mir erstmal, ne? Ja. Nö, das ist die Wurzel. Ben? Ja. Ich bin Tank, ich geh da rein, natürlich. Hallo? Wieso zaubert er nicht? Ich hab 48 Feuerbälle und er zaubert nicht? Das ist ein Problem für Tomorrow You. So, um damit. Good job. Gibt's hier irgendwo eine Kiste? Erstmal looten. Ja, ich habe versucht zu zaubern, das hat aber nicht hingehauen. Dann hast du dich dafür fürs Looten entschieden. Ich Gott, ja, geht wieder, sehr schön. Oh, hier ist eine Kiste hier in der Ecke. Mal gucken, was drin ist. Naja. Eine Bandage und ein besserer Mana-Trank, was man halt so alles braucht.
So, jetzt hat's mit dem Zaubern funktioniert. Also, rechte Maustaste gedrückt halten, dann musst du aufladen und dann dazu die linke Maustaste, Sven. Okay, checke ich dann gleich nochmal. Du chargst sozusagen den Zauber. Au. So, erstmal wieder aufheilen. So. Gut. Gegner sind Vergangenheitsgegner. Okay. So, mein Gott, es läuft ja gerade. So, das ist das, das ist das. Hier müssen wir rüber. Schnell. Das hat hervorragend geklappt. Das ist unsere Fahrt. Jetzt sind wir oben wieder gleich, Sven. Und jetzt gehen wir Richtung... lass mich kurz gucken. Osten. Osten ist Test der Fähigkeiten verborgene Jagdgründe. Jo. Und das ist unser nächstes Target. Okay? Hier gibt es auch noch was zu lesen. Eine Nachricht oder ein Albtraum. Eine einsame Gestalt kam in die Taverne, als ich sie gerade schloss. Sie bat darum, sich zu mir zu setzen und ein Getränk mit mir zu teilen und erzählte mir von einer unerschlossenen Ressource unter der Erde. Wenn wir tief genug graben, sollten wir ein neues Potenzial für die gesamte Menschheit freisetzen können. Klingt interessant. Ja, hat ja gut funktioniert. Ja, wie immer. So, und jetzt müssen wir nach Test der Fähigkeiten, hat man gesagt. Der hat erstaunlich viel ausgehalten. Ja. Spannende Frage ist jetzt, wo geht's wieder nach oben? Würde sagen wir. Wir müssten nach Dieselzahn. Das sieht so aus, als könnte man dann darauf. Ja. Ja, oder hier Dings in Richtung Westen, das hier könnte auch so ein Aufgang sein. Das war ein Feuerball, der war effektiv. Ja. Das ist ein Feuerball Stufe 1. Ja, aber der hat direkt zwei auf einmal erwischt. Ja. Ich bin kein nutzloses Äffchen mehr. So. Die sagen so, die anderen so. Ja, wir müssen nach Westen. Das da vorne. Sieht im Super Chat, der so eifrig unterstützt. Auf jeden Fall. Der Chat unterstützt immer sehr eifrig und das finde ich sehr gut. Ja. Und das hier ist vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, wo man sich so ein bisschen hoch hüpfen, glitschen kann. Ein nutzloser Malwurf. Ich finde ein nutzloses Äffchen. Sven hat keinen Doppeljump. Ah. Und Sven. Ja, aber hier geht's auch nicht weiter hoch. Uiuiuiui. Okay. Ja, hier ist ein Weg. Vielleicht laufen wir einfach den lang. Au, au. Markus? Ja? Ich nehme extra meine Zweitwaffe. Vielleicht sonst müssen wir zurück zum Reparieren und so, dachte ich. Okay, müssen wir gucken, ob wir irgendwo noch einen Altar bauen können. Ist der Weg richtig? Ist das der Weg, den du meinst? Das ist ein Weg. Zurück der Weg. Ja, nach links geht's irgendwie. Ja, vielleicht gehen wir tatsächlich zurück hoch und dann könnten wir theoretisch nochmal porten und von oben wieder loslaufen. Dann kannst du auch nochmal reparieren gehen. Ja, ich brauch's nicht, aber ich dachte, das wäre eine Strategie. Weitwaffen zu benutzen. Achso, das ist eine Strategie. So, jetzt haben wir wieder irgendwie was oben und dann, ja. Test der Fähigkeit ist wohl irgendwie einmal um diesen Felswall, der vor uns liegt. Irgendwie drumrum. Wahrscheinlich hier den Weg folgen, könnte man probieren. Ich weiß gerade nicht. Ben? Oh, sogar ja? Ein Türmchen. Ich komme gleich. Sekunde. Okay.
Also gibt's irgendwie was Tolles? Nee. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Nö. Und das war einfach nur Level-Deko. In welche Richtung wollen wir denn? So. Wir wollen jetzt nach Westen. Und dann gucken wir da irgendwo über den... um diese Felswand hier vor uns rum kommen. Ich habe halt jetzt auch nur noch 1 Minute 30 ausgeruht. Ja, das ist dann so. Mir war klar, dass der Markus die nicht mitnimmt. Was? Sprungangriff, Markus, Sprungangriff. Ja, Sprungangriff. Aha, ich sehe, wo deine Skillpunkte hin sind. Sehr gut. Der macht Spaß, ne? Ich habe auch noch. Ist nicht effektiv, aber macht Spaß. Ich habe tatsächlich auch noch einen Doppelsprung. Ne, also das ist sowieso, den hast du ja dann, der ist ja direkt daneben. Guck mal, da oben scheint es irgendwie ein Türmchen und ein Dorf zu geben. Okay, nee, ich sehe schon. Wölfe bei Ben? Ja, ich weiß. Du gehst. Danke. Nicht. Bitte. So. Wo sind sie denn jetzt hin? Da sind sie hin. Achso, also die Frage, was gibt's denn hier Feines? Wahrscheinlich ein Ork-Lager. Ein Ork-Lager? Ja. Ja, sieht stark danach aus. Level up. Ich nicht. Könnten wir vielleicht erstmal machen, bevor man da reinleuchtet, ne? Wie Fähigkeiten? Was habe ich denn? Ne, guck mal, das sind wieder diese komischen Teddybärchen. Habe ich 10 Punkte vergeben? Ich habe 10 Punkte vergeben? What the fuck? Okay, ja, dann. Ich hätte 10 Punkte zu vergeben. Oh, ich habe 6 Punkte zu vergeben. Du kannst endlich mal einen Doppeltrump machen. Ja. Wieso hat der jetzt bitte 6 Punkte gekostet? Der hat vorher 3 gekostet. Ja. Early Access. Okay. Sonnenaura freigeschaltet. Was ist denn das Schwert für Schaden? Ist das ein Schnittschaden? Schnitt dich und Wucht. Mhm. Ah, ich sollte vielleicht mal... Die Berichte aus dem Untergrund von Kelvinsruhe, ich dachte Kelvinsruhe, was sind wahr? Hier graben Kreaturen und sind zu einer Bedrohung für unser Überleben geworden. Sie arbeiten sich nach oben und erschüttern den Boden. Sollen wir unseren Posten aufgeben und uns die verhüllte Wildnis außerhalb unserer in die verhüllte Wildnis außerhalb unserer Mauern begeben? Oder sollen wir ausharren und uns den Kreaturen stellen, die hinter uns lauern? Wir müssen den Ort sichern, schließlich ist unser letzter Zufluchtsort bla halt. So, Papa macht jetzt 30% mehr Schaden. Das ist cool. Ich sehe den Markus gerade nicht. Links von dir. Wo er Dinge gerade durchgelesen hat. In dem Türmchen. Na toll, jetzt machst du einen Doppelsprung, statt den Gleiter aufzumachen. Nicht cool. Machst du erst einen Doppelsprung und dann machst du den Gleiter. So. Ja nicht, also es macht ja keinen Sinn, nicht den Doppelsprung zu machen. Okay, das ist mitgenommen. So. Oh, und jetzt dein erster Doppelsprung-Einsatz? Jawohl, sauber. Ne, ich hab den schon häufiger gemacht. Also, in den letzten 3 Sekunden. Triffst du da was? Ja, er macht Schaden. Oh boy. Was so, Boy? Ja, ich wollte da reinfliegen, aber da sind einfach 3 Viecher drin und ich dachte mir, ach. Dann halt nicht, ne? Vielleicht will ich nicht, dass die. Okay. Das lief doch. Ja.
So, was haben wir da für ein Shit? 34er Keule mit 34er. Na, so geil ist die nicht. Ich gehe mal ein Stück zurück. Nicht, dass das Sven versehentlich das Explosivfass findet. Ja. Ja, ja. Wollte Sven eigentlich so ein Schwert haben? Auch gut. Ich wollte auch mal was Langes, das leuchtet. Wenn du schon aufgibst, die Frage nach dem Warum zu stellen. Irgendwas stirbt da. Ist nichts, Ben. Ah, er hat den Keller gefunden. Ich mach's hier mal hell. Ja, hier ist nix. Hat's jetzt eher so semi gelohnt? Ja, es gab ein paar XP. Du hast eine Spinne getötet, es gab ein paar XP. Ja, es gab ein paar XP, genau. Ein paar, um genau zu sein. Ja, zwei. Genau. Menge Größe 1, Definition erfüllt. Wer hat denn jetzt hier draußen gerade das Ding in die Luft gesprengt? Weiß nicht, wer das Ding in die Luft gesprengt hat. Ist ja nicht so, dass irgendjemand hier draußen gewesen wäre. Findet man eine Kiste, macht sie still und leise auf, da stehen zwei Gestalten hinter ihm. Das ist immer der gleiche Kack. Ja, da ist nichts drin. Hier, da ist Sven zu weit weg. Weißt du, wie das mit dem Blutfinger so ist? Ja. Wo ist denn der Sven? Au, au, au. Da, wo es stirbt. Da ist auch noch ein dicker Boss. Also, ein dickes Monchichi. Dickes Monchichi. Ja, ja, ich bring ihn mal mit. Wo waren der jetzt dick? Na, hallo. Oh. Der war tot, da war der dick. Was denn? Verstehe. So. Jetzt wenn ich da zu weit weg, ich war eine Sekunde bei ihm. Will er wieder seinen Lootfinger, der hat irgendeine Kiste da unten gefunden. Das ist nicht der Sven, das bin ich. Was? Nee. Das, Sven hat wieder eine Fledermaus. Den hätte ich vielleicht mal gebraucht. Den Geist hier unten, gerade eben. Dann hätten sich hier auch Dinge geklärt. So, naja. Ich wollte nur mein Statement vollenden. So. Jetzt sind sie da unten und nein, ich habe keine Kiste gefunden. Gut, dann sind wir hier auch, glaube ich, durch. Moment mal, hier gibt es noch was zu lesen. Ah, Sven, ja? Bleib mal bitte stehen. Ich möchte dir seit 10 Minuten was schenken. Okay. Ich bin müder Reisender. Oh, Kelvinsruhe ist die letzte Bastion des Friedens und ein Ort für alle Überlebenden. Das Miasma sucht unser Glutalheim und die Elixierkrieger haben Länder nah und fern verwüstet. Bitte wende dich an Jakes auf dem Markt, um etwas nahrhaften Eintopf und ein warmes, trockenes Bett zu bekommen, indem du dich ausruhen kannst. Magisch, da steckt ein Pfeil, glaube ich, noch drin, weiß nicht, aber ja. Ja, jetzt hast du ihn, glaube ich. Okay. So, hier das Ding noch aktivieren. Haben wir schon. Ich glaube, da reicht ranlaufen. Jetzt Sven, geht es nach rechts warten. Zum Elixier den nächsten Tage. Also, rechts ist relativ. Osten. Danke. Hier, das da auch noch, dem Sven. Und wollen wir mal schnell zurück? Ach nee, wir haben glaube ich keine Brunnen mehr übrig, ne? Was? Wir können keine Flamme mehr erzeugen, ne? Theoretisch könnten wir noch einen aufbauen. Also, aber haben wir auch beim letzten Mal, das haben wir nur verkackt, glaube ich, die Hauptstadt. Ja, an der Hauptstadt waren wir, da hatten wir noch was offen, dann sind wir aber trotzdem zurück. Ja. Wir könnten aber natürlich trotzdem erstmal den, Moment mal, was ist das hier noch? Ich habe hier immer noch Testerfähigkeiten. Das heißt, haben wir noch gar nicht erfüllt hier drin. Ist auf der anderen Seite vom Berg. Ja. Ich habe hier überhaupt keine Quest, Leute. Im Norden ist ein Test des Fähigkeiten. Kelvinsruhe. Da drüber. Höher. Ah, ja. Ja, da sind wir auch schön dran vorbeigelaufen. Geht's da, wollen wir da hin? Ja, wollen wir.
Und okay. Ich glaube, hier neben, wo ich jetzt gerade bin, geht's da auch irgendwie durch den, oder? Nee, geht's nicht durch den Berg. 69 Schaden, 69 Schaden. Okay, Markus ist kassiert. Bin da. Markus, blocken! Ist doch schon alles erledigt. Ah, und da musste erst der Sven kommen und ihn beschützen. Ja. Aber es ist auch leider kein Durchgang. Er lässt hier halt einfach die Ratten einfach rumlaufen. Ich hab's halt einfach gekillt. Nein, die waren da noch sehr lebendig, mein Freund. Aber im Stream sehen. So. So, aber wir müssen irgendwie trotzdem hinter diesem Berg irgendwie und keine Ahnung, wie wir das machen. Vielleicht teleporten wir. Aber wenn, sollte man doch so erstmal ein Dings bauen. Ein Portal. Hat noch jemand Stein? Warte. Drei Steine. Okay, das wird ein bisschen knapp. Oh, ist da ein Bänder gefunden? Guck Markus mal, ist weg. Ben, das sieht gut aus. Oder? Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, hier ist noch so ein Schamane. Achtung! Dicker Schamane. Und eine joldene Kiste. Okay. Naja, 23er Streitkolben. Höhlenpassage heißt das hier. Mhm. Könnte man ja meinen, dass man die passieren kann. Ja, hier, Männers. Wow. Ja, jetzt will das Spiel mal ein Statement setzen, habe ich so das Gefühl. Ist das rotes Miasma oder überleben wir das? Ich bin an die Sekunde, ich bin an die Ecke gegangen. Dann, das ist Miasma, was wir lieben. Das du musst genau in der Mitte von dem Teil laufen. Oh, hier ist ein Loch, Vorsicht. Oh, holy shit. Hier links kommt runter, glaube ich. Ah, oh, hi. Ja. Brauchen wir nicht die Pilze hier auch noch für irgendwas? Die können wir kochen und die geben keine Ahnung was. Int, glaube ich. Also für mich ganz gut. So, und jetzt sind wir... Also hier ist ein grüner irgendwas. Uiuiuiui. Was ist das? Irgendwas hat gerade... Ein Schamane ist hallo. Das. So. Ups, der war schon tot. Ja, und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen am Stein langlaufen, kommen wir zu der eigentlichen Quest. Natürlich sehen wir so eine Kackblume im Moment. Kritisch, sehr gut. Aha, ein leuchtender Stein. Oh. Gut. Wegpunkt erreicht, verborgene Jagdgründe. Was war denn das? Unser Stern im Dunkeln blenden zuletzt. Primitives Lebenselixier extrahiert, verdünnt und alchemistisch bearbeitet, verwandelt, verklärt, geschmolzen und neugeboren. Umfassende Macht, die der Körper der Jüngsten in Klutral erfüllt, sie verdirbt. Wir haben versagt, geblendet von unserem Gleichmut. Wir sollten unseren Blick wieder gen Himmel richten, denn dieser leere Kern kann nicht mehr gerettet. Jo. So, okay. Und gleich vier neue Marker schön. Bekommen. Vier neue Marker auf dem Dings. Okay, ja, dann links. Grimmzahngrotte. Es gibt hier noch die verborgene Jagdhütte, direkt um die Ecke, Leute. Verborgene Jagdhütte, wo ist die denn jetzt? Finde die Schreinerwerkzeuge, sehe ich. Ja, hinter uns. Soll ich da mit euch hingehen? 120 Meter in die Richtung hier. 10. Hier ist die verborgene Jagdhütte. Bist mit uns hingegangen. Ja, genau. Habe ich ihn irgendwie aber was ist denn hier? Hier ist keine Jagdhütte. Was soll denn das? Ja, musst du auch graben. Die ist über uns. Sven. Oh, ja, die steht wahrscheinlich da oben drauf. Ja. Okay, da wäre Licht toll. Ja, ich sehe gerade einen feuchten.
Kann das, funktioniert das Ding hier als Teleportpunkt? Nee, Mist. Nee, natürlich nicht. Sein überlegter Erbauer. Im Dunkeln macht es spannender. Es hält sich in Grenzen, es hält sich in Grenzen. Ja, also tatsächlich, ich sehe halt gerade tatsächlich wirklich nichts, weil ich ins Licht der Ringleuchte gucke. Das ist nicht hilfreich. Ich baue einfach einen Altar, dann können wir nochmal kurz zurück, unseren Kram, unser Inventar wieder leer machen, Dingsen und so. So, du hast meine drei Steine. Können wir den wieder platt machen, ich habe schon Steine. Ja. Haben schon gebaut, Rucksack, Altar, da unten anstelle von dem und dann kann ich ihn setzen. So, und jetzt können wir nach Hause teleportieren. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, oh, Leute, wir haben im Laufe des Spiels schon ordentlich was von der Karte erforscht, aber die Karte ist halt immer noch doppelt so groß. Richtig, und was da noch so auf uns wartet, erfahrt ihr beim nächsten Mal. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss, YouTube. Bis zum nächsten Mal.